Moin Leute, ihr habt mich ja gesehen, dass ihr angeschaltet habt heute zum neuen Video und Thema dieses Video wird sein die 5 am wenigsten gemochten Units von mir in Bezug auf Dokkan Festival Exclusive TORs. Ihr habt ja vor, ja ich glaube gestern war das, ihr habt gestern die Liste gesehen von den 5 Top Dokkan Festival TORs, die mir am besten gefallen. Genauso machen wir jetzt heute die Liste davon, welche mir am wenigsten gefallen. Hier wird aber nur darauf geachtet, meine persönliche Meinung. Ich habe gar nicht in Betracht gezogen, wie gut oder wie schwach oder wie, ja, wie gut die APT ist, wie gut die DBT ist, wie sonst irgendwas ist. Also hier geht es lediglich um Animation, wie finde ich die Unit, hatte ich Probleme mit der Unit beim Pullen, mag ich sie, finde ich, dass die Leute sie overraten, finde ich, dass die Leute sie underraten. Okay, underraten eigentlich nicht, weil underraten wäre die andere Liste. Aber gut, ich würde sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei, das war auch wieder, wie schon beim ersten Video, auch eine Inspiration von The Truth, deshalb auch hier wieder sein YouTube-Channel verlinkt. Wir gehen hier Stück für Stück durch. 5 ist das, ist der TUR, welchen ich, sagen wir jetzt mal, am meisten von meinen Top 5 Units, die ich am wenigsten mag, mag. Ja, ich scheiß drauf. Wahrscheinlich habt ihr das verstanden, oder? Ja, ihr wisst schon, wie das funktioniert. Nummer 1 ist die Unit, die ich am meisten nicht mag. Nummer 5 ist die, ich am wenigsten nicht mag. Und da fangen wir auch an mit Nummer 5. Was habe ich denn hier zur Verfügung? Und zwar haben wir hier Margin Power und Artificial Lifeform Lead, Margin Blue Good Do und Margin Blue Pure Evil. Die Unit habe ich erst vor kurzem gezogen an sich. Und ja, ich kann schlichtweg sagen, die Unit ist underwhelming. Sehr, sehr underwhelming für den Zeitraum, wo sie rauskam. Das war letztes Jahr Thanksgiving für Global. Passive, Key plus 1 Attack 100 plus 100%. Ist auch schon echt mager. Hier haben wir einfach die Grunddefense, die uns fehlt. Und wir haben einfach nur einen blanken Reduced Damage Received Buff von 40%. Also nichts Weltbewegendes ohne Defense. Gut, die Unit wird aber gar nicht mal so schlecht, wenn sie denn zu Boo Super wird. In Boo Super hat sie ein cooles Konzept. 50% Damage Reduction entspricht in etwa Guard. Aber wir haben wieder keine Defense. Einziger Vorteil ist davon, er kann auf der Super Attack Attack und Defense racen. Was ist jetzt das Problem bei der gesamten Unit? Zum einen, sie hat kein Big Bad Bosses. Für mich eine sehr, sehr schlecht designte Unit. Zum anderen, sie hat keine Defense. Für mich auch sehr schlecht designt. Und bis ich dann die letzte Form erreicht habe, die dann in etwa okay ist und cool sein könnte, ja, bis dahin haben wir dann auch gut und gerne mal Runde 6 oder mehr. Und deswegen, ich bin nicht der größte Fan davon. Das System ist ganz cool, auch hier Chance of Performing Critical Hit plus 12% per Rainbow Keysphere. Aber für mich eindeutig eine der größten Enttäuschungen von Dokkan Festival Exclusive letztes Jahr. Oh, kommt schon knapp ran an meine Enttäuschung von den Samban LR, und zwar Papa Nappa. Das sind so quasi, ja, die nicht so Bringer von letztem Jahr. Und deshalb würde ich auch auf jeden Fall auf Platz Nummer 5 ihn setzen. Ich sehe ihn nicht irgendwo spielen, also selbst in meinem Margin Boo Team sehe ich ihn nirgends vorhanden. Deswegen, ja, I don't know. Ich meine, die Unit ist nicht wirklich besonders. Deswegen für mich Platz Nummer 5. Weiß nicht, ob sie euch gefällt oder nicht. Würde mich mal interessieren. Platz Nummer 4 würde ich dann mal sagen. Ah, okay, ich sehe es schon. Platz Nummer 4 ist bei mir. Mal gucken, ob ich ihn hier gerade in der Auswahl finde. Ja, ist ein bisschen viel. Ingoku Black. Ingoku Black ist bei mir Platz Nummer 4 von den Units, die ich am wenigsten mag. Im Moment, also quasi jetzt. Am 19.06. 21:21 Uhr. Mal gucken, ob morgen meine Laune sich ändert. Übrigens, Grüße gehen raus für die Leute. 21:21 Uhr, perfekt. Leader Skill. Time Traveler Kategorie Key plus 3 HP Attack and Defense 150%. Er ist outdated als Leader. Also, ihr wollt ihn eigentlich nicht spielen. Obwohl Time Traveler relativ, also eigentlich eine relativ coole Kategorie ist, gibt es mittlerweile bessere Leader. Er harmoniert zwar okay in dem Team, aber ist halt auch schon wieder arg outdated. Also sehr, sehr stark. Wann kam denn der raus? Der kam raus 25. April 2019. Er ist noch nicht mal so lange draußen. Also 2 Jahre sind jetzt nicht allzu lange. 2 Jahre sind noch okay. Manche Dokkan Festival Exclusive in seinem Alter sehen eindeutig besser aus, meiner Meinung nach. Er persönlich hat nämlich ein großes Problem. Er könnte so gut sein, aber er ist es dann schlussendlich doch nicht. Das Ganze habe ich bemerkt, vor allem in meinem Corroded Run. Ich muss ihn tatsächlich, ja, doch schon
häufig spielen und auch schon häufiger ist eher ein Problem, warum ich das ein oder andere Mal sterbe, gerade am Anfang. Diese Unit ist darauf ausgelegt, seine Defense zu stacken, deswegen hat der Greatly Racist Defense. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben keine Grunddefense. Sprich, bis wir das gestackt haben, die Super Attack und Co., brauchen wir Jahrzehnte, Jahre, Jahrhunderte gefühlt. Also da bin ich nicht der größte Fan von Inkoku Black, gerade auch was das LGI GT angeht. Passive Skill. Attack plus 40% mit jeder Runde, die vergeht, bis zu 120%. Ich meine, wer will lang warten, bis der mal soliden Schaden macht? Kein Mensch. Sind wir ganz ehrlich. Und die Crit-Chance ist schön und gut, aber das ist irgendwie alles so halbherzig bei der Unit gewählt worden, meiner Meinung nach. Wenn wir nämlich dann zu den Transformation Conditions kommen, und da ist der Punkt, weshalb er für mich auf jeden Fall auf der Liste sein muss, dann ist es Runde 6 ist mager. Runde 6 und über 80% Leben sein ist noch okay, aber Runde 6, ich bitte euch, Bandai. Das hättet ihr euch beim Release von der Unit auch anders überlegen können. Hättet ihm zumindest Runde 4 oder so geben sollen und in seiner Form dann eine Grunddefense. Denn auch hier hat er keine Defense, was auch immer sie sich dabei gedacht haben. Aber gut, das war mein Platz Nummer 4. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Und wenn ich hier richtig liege, habe ich Future Gohan mitgenommen. Und zwar ein ähnliches Prinzip wie in Goku Black. Wir haben hier nämlich quasi einen Leader, der schon bei dem Release total unnötig geworden ist und irrelevant in dem Game. Klar, manche sagen jetzt, okay, man kann ihn vielleicht spielen in langen Events wie LGI GT. Schlussendlich, meine Meinung aber ist, dass er nicht mal im LGI GT gut ist oder sehr gut oder sonst was. Es ist cool, eine 50% Damage Reduction und desto weniger Leben ich habe, desto eine höhere Defense Boost habe ich. Aber was ist das für ein Konzept gewesen? Hätten sie im wenigsten eine Super Attack, in Raises Attack in Defense Infinitely gegeben, dann würde ich sagen, okay, die Unit ist brauchbar, kann man spielen. Aber sie hat keine wirkliche Berechtigung in der Future Saga selber, in der Kategorie als Lead gerade. Seine Links sind okay. Die Unit könnte auch interessant werden. Irgendwann mal. Aber Status jetzt, so wie sie ist, sehr uninteressant. Eine der Units, die ich sehr wenig spiele. Eine der Units, die ich, ja, doch eher, wie sagt man so schön? Genauso wie in Gohan. Hashtag underwhelming. Aber okay. Die Unit kann sehr, sehr gut werden mit dem EZA. Sobald es EZA droppt, kann ich mir vorstellen, die Unit könnte interessant sein. Dato jetzt ist sie halt einfach nur, ja, useless und eine Gohan-Unit, so wie fast jeder Gohan, wenn man mal so sieht. Und wo wir es von Gohan haben, kommen wir gleich zur nächsten Sektion. Platz Nummer 2. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wer könnte das sein? Und, es ist nicht Tech Janemba. Ja, da sehe ich dich, Meister. Genau an dem richtigen Platz für meine Top 5, beziehungsweise Platz Nummer 2 für meine am wenigsten gemochten Units in Dokkan Battle. Warum mag ich Tech Ultimate Gohan nicht? Warum schiebe ich so einen Hass mittlerweile auf ihn oder generell auf ihn? Die Leute overraten einfach den Shit aus ihm. Er ist eine gute Unit, versteht mich nicht falsch. Er ist eine sehr gute Unit. Und von mir aus ist er auch in den Top 10. Da würde ich sogar zustimmen mit den meisten. Aber Leute stellen sich einfach vor, die Unit ist Platz Nummer 1 von TUS oder sonst irgendwas. Das war er nie und das wird er auch nie sein. Er hat einen Vorteil. Und den Vorteil rechne ich ihn hoch an, weswegen ich ihn auch in der normalen Platzierung, wenn es um Stärke und so geht, nicht nur darum, ob ich ihn mag oder nicht mag oder wie die Leute ihn behandeln, dann ist quasi seine Stärke, man kann immer auf ihn vertrauen und man kriegt immer das, was man von ihm erwartet. Also es ist keine Unit, wo man sich denkt, ah ja, okay, wenn er das jetzt macht und das jetzt macht, dann kann ich vielleicht, schaffe ich es, wenn er es nicht macht, bin ich tot. Nein, so funktioniert die Unit nicht. Die Unit funktioniert als Tank und genau diesen Job erfüllt sie sehr, sehr gut in dieser Sektion in Dokkan. Ihr stellt ihn hin und er macht genau das, was er tun sollte. Aber er macht es nicht overwhelming oder sonst was. Er macht genau das, was er tun sollte. Super Saiyan 3 Vegeta macht genau das, was er tun sollte. Tech Caulifla macht genau das, was sie tun sollten. Das sind für mich Defense Units, die einfach hinstellen können und sie tun das, was sie machen. Ihr habt einfach quasi das, ja, No-Risk-Gameplay und die Unit scheint dadurch. Leute sagen, okay, die macht dir genügend Schaden. Oder Leute sagen, die macht zu wenig Schaden, die Unit. Für mich ist die Unit damage-technisch doch schon im unteren Bereich, bis er sich transformiert. Dafür haben wir aber auch natürlich Vorteile gehabt in den letzten Events, quasi LGE, GT. Da würde ich tatsächlich sagen, ist Gohan sehr, sehr sexy, vor allem, wenn er sich dann transformiert hat. Das ist aber auch erst Runde 5 und alles.
Und deswegen, und dann ist immer noch die Frage, wollt ihr ihn transformieren, wollt ihr ihn nicht transformieren? Klar, er macht viel Schaden, ihr kriegt aber auch einen Orb-Heal durch seine Defense-Variante und, und. Deswegen finde ich dieses Overratete von Tech Ultimate Gohan ein bisschen zu viel. Er kann nicht einfach, er ist kein Carry. Tech Ultimate Gohan ist kein Carry. Zumindest nicht in normalen Events, ausgeschlossen jetzt mal LGE und sowas. Da kann er zum Carry werden und ist auch quasi ein Carry. Denn irgendwann, wenn ihr Runde 15, 20 seid, dann haut er euch die Hütte um die Ohren, so gesehen. Für mich aber kein Carry, deswegen für mich viel zu overrated von vielen Leuten. Er macht einfach das, was er tun sollte. Warum overraten Leute nicht Super Saiyan 3 Vegeta? Warum overraten Leute nicht SDR Kale? Was? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber SDR Kale hat nur ein zwei Nachteile. Erstens, SDR Kale wird nicht so viel Schaden machen später, wenn Ultimate Gohan Runde 20 ist und sich transformiert hat. Da sind wir uns alle einig, vor allem wenn der Gegner über 50% Leben hat. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber SDR Kale tankt genauso gut und stackt genauso gut, wenn sie mit einer Tech-Caulifla-Notation ist. Und das ist das zweite Problem. Tech-Caulifla, muss ich aber sagen, kann man größtenteils in allem spielen. Mittlerweile ist Tech-Caulifla einfach so eine Unit geworden, die bringst du überall mit hin, sobald es geht. Sobald du Universal Survival Saga oder Pure Saiyan Gegner hast. Klar, sie ist leicht restricted in Sachen Gardo und so. Aber sie ist trotzdem immer noch auf einem ähnlichen Niveau, so gesehen. Wenn die Leute so sehr Defense wollen. Also da nur mal so eine Sache. Ich habe jetzt über Tech Ultimate Gohan ziemlich viel geredet. Vielleicht habt ihr es gemerkt, das ist so ein Punkt. Tech Ultimate Gohan finde ich für mich persönlich viele Leute. Die Unit ist gut, aber overrated die Unit bitte nicht. Klar, es ist ein solider Tank. Aber wenn ihr schon Tech Ultimate Gohan overrated, dann overrated doch bitte auch Super Saiyan 3 Vegeta. Dankeschön. Das wäre wirklich angebracht, weil Super Saiyan 3 Vegeta ist auch eine sehr, sehr gute Unit. Kommen wir zu Numero Uno. Und ja, Jungs. Jungs, Applaus. Ihr wisst schon, oder? Ich weiß es nämlich auch. Ja, der Fettklops. Der schlechte Fettklops, der genau vor einem Monat zu uns kam. Zwei Monate. Und Junge, Junge, Junge. Der Typ schallert aber auch rein von Schlechtigkeit. Der Typ ist die Devise von Kacke sein. Shit Number, ihr habt's erraten. Corroded Body in Mind. Wie kann er nur auf meiner Liste sein von den meistgehasstesten Units? Ist er overrated? Nein. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die denken, er wär gut. Und zwar wegen dem Aspekt hier. Guards all the techs. Aber ich sag euch eins, Jungs und Mädels. Das ist ein ähnliches Prinzip wie Tech Uni mit Gohan. Er macht quasi das, was er tun sollte. Er guardet und ist defense-technisch solide. Er selber ist defense-technisch okay. Er selber. Dasselbe Problem hat auch Tech Ultimate Gohan. Die beiden sind defense-technisch völlig fein. Da will ich auch wieder nichts sagen, Defense rum. Aber die Designs. Und jetzt mal abgesehen davon, dass ich Corroded nicht schaffe, weil ich die Kacke-Unit nicht habe. Ein Punkt davon. Und ich habe schon so viele Runs mit der Unit gespielt. Und ich kann euch eins sagen, dieses Orb-Management ist einfach die Hölle mit der Unit. Dieses Orb-Management ist unter aller Sau und die Unit wird so, so sehr verhunzt damit. Und nicht nur das. Ihr denkt euch, oh ja, Corroded Run, geil. Das ist ja so lang, da kann ich dann Tech Janemba nehmen. Ja, nehmt den mal. Nehmt den halt einfach mal mit in das Scheiß-Event. Und dann merkt ihr, wie schlecht die Unit wirklich ist. Vor allem auch Tech Janemba transformiert. Der kann in der Tech-Phase, wenn er nicht dodgen kann, das ist einfach ein kleines Fischchen. Damage-technisch ein kleines Fischchen gefühlt. Für mich persönlich, ich bin vor allem kein Fan von der Unit, gerade wegen den Corroded Runs. Ich habe die Unit so oft jetzt gespielt. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt sie zwar als Friend genommen, aber ich habe die Unit so oft gespielt. Selber persönlich habe ich sie nicht. Also ich mache den Corroded Run mit einmal einem 90% Lead und einmal einen, und einmal Tech Janemba, also Marsain Eigenlead und Janemba als Friend und probiere damit Corroded. Ist machbar. Wir hätten schon zwei, dreimal kurz geschafft gehabt davor oder sowas. Und das Problem ist hier nicht, er macht vielleicht wenig Schaden und ja, es geht so. Sondern, also in Bezug auf den 90% Eigenlead, klar, das muss ich ja mit dazu kalkulieren. Ich habe hier nur einen eigenen 90% Lead, also macht er ein bisschen weniger Schaden. Ist ja auch alles gut so. Aber das wahre Problem ist einfach seine Support Passive, seine Damage Reduction, sein Orb Management. Und dann macht er ihn zu Tech Janemba und Tech Janemba ist genauso kacke transformiert. Ich freue mich sehr auf den neuen Janemba. Aber das waren meine abschließenden Worte zu meinen 5 am wenigsten gemochten, TOERs, Dokkan Festival Exclusive. Ich bin mal gespannt, was eure Liste ist. Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Und ja,
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nehmt das Ganze nicht allzu ernst oder allzu verbissen. Ich weiß, manche Units sind meiner eigenen Meinung nach nicht so gut. Auch viele davon auf der Liste sind nicht so gut. Aber hier sind einfach auch persönliche Faktoren drin. Tech Ultimate Gohan, Tech Janemba, da ist sehr viel Persönliches mit drin. Die Units sind okay, die Units sind solide. Gohan ist Teen, Ultimate Gohan ist sogar sehr, sehr gut. Also, versteht mich nicht falsch. Tech Ultimate Gohan ist wirklich eine gute Unit. Und will ich auch nicht verneinen. Nur ist es quasi... Wie kann ich das jetzt höflich ausdrücken? Es ist quasi ich will jetzt keinen damit fronten oder angreifen, aber es ist so ein... Es ist halt wie jeder Tank, eine Noob-Versicherung. Defense ist gleich leichteres Game. Desto mehr Defense ihr habt, desto weniger Probleme habt ihr zu sterben. Quasi. Wenn ihr keinen Schaden macht, dann seid ihr auch tot. Aber die Units sehen natürlich auf den ersten Blick erstmal sehr schön aus. Boah, und der Tank Double Digits, wie geil. Macht aber dafür weniger Schaden, ne? So, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, haut da rein.